Einen wunderschönen guten Tag hier auf The Rockwood. Eine neue Runde im Forstprojekt mit unserem guten John Deere hier, wo ich gerade mal wieder rumtesten muss. Ups. Das war hoffentlich jetzt so, oder? Ich hoffe es. Ja, schauen wir mal schnell, dass wir den Baumstamm hier noch irgendwie rüberbringen. Ja, ist ein bisschen hoch gerade, aber sollte irgendwie dann schon machbar sein. So, denn wir werden jetzt mal dann die zweite Geschichte des Haufens hier, beziehungsweise dieser Sammlung des Holzumschlagplatzes testen. Beziehungsweise eigentlich ja die Hauptgeschichte oder der Haupthintergrund, warum ich das Ganze hier mache. Und dazu gehen wir mal hier rein, genau, in den Harvester. Eigentlich bräuchten wir da ein anderes Fahrzeug dafür hier am Verladeplatz. Gibt es nur in der Form nur von FDR. Und ja, ich glaube, dazu brauche ich nicht weiter was sagen. So, den schieben wir mal hier ganz vorsichtig auf den Haufen. Machen mal das Gerät hier an und schauen auf 6 Meter. So, und einziger Wermutstropfen gerade ist, dass wir theoretisch hier jetzt in die falsche Richtung arbeiten. Das ist ein wenig blöd. Dann werden wir das Ganze mal schnell noch ein wenig anders hier handeln. Den stellen wir nochmal ab, holen uns diesen hier und schieben mal die Baumstämme noch ein Stück zurück. Denn ja, sonst ist das ein bisschen zu wenig Platz hier. Fahren wir mit dem hier runter. Langsam bremsen. So. Ja, komm, geh unter den Baumstamm. Na, geh. Jetzt aber. Falsche Richtung auch noch. So, dann kann man mal heben hier. So, dann ein bisschen zurückschieben hier. Ja, komm, so. Und den, wenn es geht, auch noch. So, und. Okay. Jetzt muss er hier ein bisschen arbeiten an der Steigung, dass er da rauf und runter kommt, aber funktioniert grundsätzlich mal gar nicht schlecht. So, jetzt komm. Plus das Schild hier in der richtigen Höhe, so dass man nicht das ganze Fahrzeug aushebt, aber trotzdem dann die Baumstämme erwischt. Ist gerade ein bisschen blöd, aber jetzt geht's. So, gut. Dann haben wir das. Dann stellen wir den mal hier oben wieder ab. Und schauen mal, ob das Ganze eben funktioniert hier. Habe ich den jetzt ausgeschalten, oder? Ich bin auch ein Held. Ah, aber der speichert wenigstens die Länge. So, dann werden wir hier mal gucken, ob wir das Ganze eben hier... Ja, können wir aufnehmen. Sehr schön. Und dann legen wir das mal da ins Eck. Beziehungsweise machen hier jetzt einfach mal hoffentlich einen relativ sauberen Haufen da draus. Aber es sollte eigentlich jetzt eben gehen, weil die Baumstämme natürlich sehr gut liegen, um sie hier richtig hinzulegen, beziehungsweise eben zu sägen und dann dementsprechend hier auch wieder schön auf einen Haufen zu legen.
Das sollte jetzt eigentlich hier ganz gut funktionieren. So. Gehen wir hier mal weiter innen rein und ja, wird doch gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt fast sagen. Also auch ohne Prozessor geht das Ganze gar nicht mal so schlecht. So, bis auf das, dass ich jetzt den einen hier ein bisschen falsch gelegt habe, aber ja, grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, dass das gar nicht so, ne? Habe ich ihn? Ne, habe ich nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, muss man ein bisschen näher drauf gehen, dass man hier sauber hinkommt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was reinlegen. Und dann schaut der Stapel aber gar nicht mehr so schlecht aus. Und wir können halt dann dementsprechend das Ganze hier direkt vor Ort auf dem LKW sauber laden, weil wir eben auch dementsprechend jetzt einen sauberen Haufen hier haben und nicht mehr so wie damals ja, das Ganze sehr, sehr chaotisch. Jetzt muss ich nochmal ein Stück zurückfahren, dass die hier ausrollen können. Ja, nicht so extrem chaotisch, wie es sonst immer war. Sondern jetzt eigentlich ja, einen richtig ordentlichen Holzstapel hier haben. So, ups. Schauen wir mal, dass wir da noch hinkommen. Wir haben noch ein bisschen ausfahren. Normal sollten wir da locker hinkommen noch. Ja. Geht auch. Den ziehen wir mal wieder ein hier. Und dann ja, läuft es eigentlich ganz gut hier. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Ja, genau. Da sagte er es und schob den Haufen auf die Seite. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Ja, aufpassen muss man trotzdem. Jetzt muss ich hier doch mal ein bisschen Gewalt anwenden. Dass man hier, wie gesagt, die Querliegenden auch wieder halbwegs ordentlich hinbringen. Ich meine, wir können das Ganze natürlich dann noch mitten im Kran wieder sauber hinlegen, aber alles, was wir uns, was wir uns in dem Fall an Arbeit sparen, ist natürlich, na, komme ich jetzt da echt nicht mehr hin? Ja, komme ich wohl nicht mehr hin. Scheiße. Hier den Arm einziehen. So. Ein bisschen anders hinstellen. So. Ja, den Rest, die Kleinigkeiten da am Boden, die werden wir dann einfach häckseln mit unserem Steier. Na komm jetzt. Hey. Nee, ich will den vorderen haben. Na. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Perfekt. Genau. Und dann schauen wir doch, dass wir hier noch ins Eck. Hä? Okay. Ah ja. Bisschen verpackt. Würde ich jetzt fast mal sagen. So. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen, nachdem das jetzt eigentlich durch die Bank sehr gut funktioniert hat. Bin ich jetzt echt selber ein bisschen überrascht, dass das so gut geht hier. So, ups, da noch mal ein bisschen hier. Der eine, jetzt liegt er gerade da. Der war mir gerade ein Dorn im Auge. So, und dich sägen wir auch noch da hinten ins Eck rein. Und dann haben wir erstmal
unsere erste Ladung hier wieder ganz gut, ups, verarbeitet. So, den noch irgendwie ein bisschen gerade hier hinbringen. So, perfekt. Springen wir mal schnell raus hier. Ja, also das würde ich mal bis jetzt, glaube ich, so mit die ordentlichste ja, Holzaufarbeitung hier auf der Rockwood. Also so sauber habe ich es, glaube ich, bis dato noch nie hingekriegt, dass ich das Holz hier auflege. Ich bin natürlich jetzt gespannt, ob ich es dann auch so sauber auf einen LKW drauf bringe. Aber grundsätzlich, ja, ich klopfe mir mal auf die Schulter. Muss ich jetzt mal, nachdem hier doch beim Sägen und Machen und Tun der Baumstämme schon so einiges schief gegangen ist, inklusive LKW umschmeißen. Ja, bin ich gerade glücklich, dass das jetzt hier funktioniert und die ganze Geschichte hier auch gut funktioniert. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich auch richtig gut funktioniert. So, jetzt bin ich mal schwer gespannt, ob ich jetzt hier auf der... ein bisschen runter. Na, komm. Jetzt ein bisschen mal aushängen und ja, jetzt wieder anheben. Schauen wir mal, ob wir hier den Bogen rum... Mann, verdammt. Das ist natürlich blöd jetzt. Ja, und jetzt hänge ich auch noch im Zaun selber. Ich wollte den Baumstamm eigentlich hier drehen. Aber das wird wohl nichts mehr. Das ist... Warum rutscht denn jetzt eigentlich die Klammer so? Das ist natürlich blöd. Andererseits hätte man jetzt eigentlich so rum, wie man bräuchten. Und nicht wieder verkehrt rum. Aber irgendwie ist das gerade Käse, was hier... Ich muss da nur eigentlich am Zaun andersrum einhängen. Dann könnte das so halbwegs funktionieren. So, machen wir hier mal auf und ja, schauen wir mal, dass wir den irgendwie doch nochmal besser gepackt kriegen. Denn grundsätzlich würde ich sie natürlich gern wieder so hinlegen, dass ich auch den Haufen weiter in der Form füllen kann. So, machen wir das Ganze mal so und schieben das Ding hier einfach mal rückwärts dran. Dann dürfte das eigentlich auch funktionieren. So, machen wir es mal so. Das dürfte jetzt auch nicht so schlecht. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Und zwar ein bisschen weit im Weg drinnen, aber okay. Damit kann ich leben. Solange ich noch drum rumkomme. Das ist immer so der Punkt, aber ja, bis jetzt geht das alles noch. So. Schauen wir mal hier. Na. Jetzt muss ich nur hier schauen. Genau, dass ich an dem blöden Zaun vorbeikomme. Denn der könnte mir im Fall das Leben schwer machen. Das möchte ich natürlich nicht. Ups. Was ist denn da? Schild. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich bin hier gerade auch einfach eine zu enge Kurve gefahren. Gehe ich fast mal davon aus, dass das einfach zu eng war. Weil jetzt geht es eigentlich, obwohl der Baumstamm nicht extrem viel länger ist als der andere. So,
gehört einmal zurück hier und ja, dann passt das. So, ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.